sowieso, ja. Ja. 300 Gramm Backmischung. 75 Gramm Schokokugeln. 120 Gramm Butter, Margarine. Nachher machen wir es noch flüssig. Du musst den reinfilmen, während du dich weggehst und dann kannst du pausieren. Also, wir haben dann noch etwas vergessen. Es werden braune Kekse. Du weißt schon, dass man es nicht sieht, doch jetzt. Auch noch die Schoko-Chunks. Von Dr. Edgar. Also öffne. Ja, ich zeig's doch gerade im Video. Und jetzt. Dein Kuchen enthält Spuren von Plastik, obwohl es schon Kekse werden. Achtung. Ah, das sieht geil aus. Und jetzt musst du das aber auch nochmal mixen. Ja. Und dann wird es aber nicht zu geschmolzener Schokolade wie vorhin. Mhm. Also Leute, wenn ihr an den Anfang des Videos abwaschen. Wenn ihr an den Anfang des Videos zurückgeht, dann seht ihr vielleicht, wie unser Koch Gabriel die Schokowürfel direkt zur Backmischung hinzugibt. Das müsst ihr machen, wenn ihr diese Farben wollt. Wenn ihr ganz normale Kekse wollt, wie diese hier, dann müsst ihr die Schokowürfel erst reintun. Wenn die Backmischung und der Butter schon gemixt ist. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, guten Appetit.
die sind ja besser zum Rausziehen, ne? Sie kleben gar nicht, weil wir Backpapier haben. Leute, die sind alle für Gabriels Vater. Also schreibt in die Kommentare Happy Birthday, José Mota. Happy Birthday, José Mota, yeah!